Wir sagen, eine Funktion ist stetig an der Stelle x0, wenn der Grenzwert an der Stelle x0 gleich dem Funktionswert an der Stelle x0 ist. Das sieht ja zunächst mal relativ unspektakulär aus. Warum interessiert uns das überhaupt? Das ist toll deshalb, weil hier noch was bisher Unsichtbares dazwischen steht. Dazu schreiben wir jetzt diese Bedingung für die Stetigkeit hier nochmal hin. Machen uns ein bisschen Platz in der Mitte und schreiben hier dazwischen, das ist f vom Limes x nach x0 von x als Zwischenschritt. Das heißt, was wir hier tun können bei der Stetigkeit oder was wir schon in der Definition hier machen, wenn die Funktion stetig ist, wir können diesen Limes, der hier vorne steht, den können wir in die Funktion reinziehen. Und das ist das Schöne an stetigen Funktionen, dass wir sowas tun können. Wenn wir also später irgendwann mal vielleicht eine Funktion f von g von x haben, so ein bisschen was verkettet, irgendwo halt in die eine Funktion noch die andere Funktion reingeschrieben und hier so ein Limes bilden, x nach x0, dann können wir jetzt, wenn eben f stetig ist, können wir jetzt den Limes reinziehen und sagen, das ist f vom Limes, und dann müssen wir nur noch den hier bilden, von der Funktion g an der Stelle x0.